Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Farmers Life. Ja, wir haben ja letztes Mal unsere Rundfahrt gemacht. Und ich gehe es mir nicht richtig bekommen. Also der ganze Sauferei mit Jägermeister, das ist nicht mehr mein Ding. Ich konnte nicht weiter dreschen, das hat der Bürgermeister jetzt den Rest gemacht. Ich war so kotzübel. Ich habe den jetzt kurzfristig da arrangiert, der soll das einfach weitermachen. Ich konnte mehr. Das ging nicht mehr. Falls sich einige wundern sollten, wieso das jetzt nicht so ganz so aussieht wie bei der letzten Mal. Ihr habt ja gemerkt, dass wir am Ruckeln waren ohne Ende. Und das hatte der Marco gehostet und Marco ist aber heute nicht da. Also ist der Spielstand vom letzten Mal auch nicht da. Und deshalb ist das jetzt vielleicht nicht ganz so, wie ihr das erwartet hättet. Ja, beim letzten Mal ein bisschen weiter waren wir jetzt. Gut, aber nichtsdestotrotz, das ist ja scheißegal, wir machen das trotzdem so weiter. So, achso, ich muss Sven mal anrufen. Unbedingt. Sven. Den Landhandel probieren wir mal. Rufen wir den mal kurz an hier. Wo haben wir den denn? Guten Tag, Hinrichsen, der Landhändler. Ja, hallo, Ramsi hier. Sag mal, Chef. Ja. Ihr mit deinem Gefährt. Ich hab mir das überlegt. Das ist mir zu teuer. Mit dem Ding hier. Mit dem Syntrak. Du hast ja noch nicht mal einen Preis davon. Ja doch, also ich habe 200.000 auf dem Konto. Das wird mich zu teuer, wird ich das. Weil ich wollte nämlich gleich eigentlich zu dir mal runterkommen, wie das aussieht. Das kannst du gerne machen. Nämlich gesagt, ich... Aber ich denke, das wird mir zu teuer. Da musstest du ja unter 100.000 kommen. Bitte? Ich wäre jetzt bei einem Preis von 115 gewesen. Okay. Ja. Wäre das deiner gewesen. Okay, dann kommen wir runter. Dann machen wir vielleicht einen anderen Deal. Ja, das können wir. Okay. Kommen wir runter. Dann. Ich komme da gleich mal unten zu dir. Wann bist du denn ungefähr hier? Ich muss hier gerade noch was umparken. Okay. An Maschinen. Ich komme gleich mal zu dir zum Hof. Okay, ich bin beim Hof. Weil es kann sein, dass ich später mal kurz weg muss. Ein Anhänger zum Dresche fahren. Das ja, war. Ist in Ordnung. Okay, dann tummel dich. Bis später. Bis später. Ciao. So, dann schauen wir. Ja, wenn er unter 100, das wäre ja super. Unter 100.000. Warte mal, ich muss mal gerade so ein Ding kaufen. Die muss ich doch düngen noch. Ja, das muss ich unbedingt düngen. Wenn das so günstig ist, dann kann ich ja fast immer nie sagen. Ne? Das wäre fast ein Geschenk. Mit dem Ding hier. Ich glaube, der Trecker ist zu schwer hierfür. Da werden wir wieder so weit. Welchen tue ich denn dann weg? Na, los hier. Den behalten oder den Kramer?
ich noch den schneller. Das ist jetzt das Problem. Was für ein Drecker verkaufe ich denn da? Oder soll ich die beide weg? Jetzt die zwei Deutsche und die Sintra noch. Jawohl. Hallo? Hallo? Ah, hallo, Herr Bürgermeister. Servus. Du, ich könnte mal einen Anhänger gebrauchen, wenn er einen überhascht. Okay, bist voll? Noch nicht ganz, aber auf einem guten Wege dahin. Okay, dann machen wir das gleich. Ich tue noch gerade die Wiese düngen und dann komme ich hoch. Jawohl, mach in Ruhe. Ich habe noch genug Platz. Also alles von daher nicht hetzen, aber ich wollte mal Bescheid sagen. Alles klar, kein Problem. Ich danke. Und denk dran, wenn einer dich fragt, das ist Praktikum, ne? Ja. Okay. Alles klar. Ja, halt. Jo, perfekt. Bis dann. Ciao, ciao. Gut, dann machen wir das doch gleich noch. Schneller fahren hier und ein bisschen dünner hier. Aber versprüht wenigstens nichts auf der falschen Stelle. Ne? Oh. Mein Chef kommt. Da ist er, jo. Servus. Sven? Na, Cheffe? Na, gerade auf dem Weg zu dir. Cheffe? Guten Tag. Ja, servus. Wie gesagt, ich war noch schon am Arbeiten. 115 hast du gesagt. Ich habe jetzt ein Problem. Ich habe mir gedacht, ich muss da einen zweiten Trecker verkaufen. Ja. Ne? So, da ich auch noch so viele kleine Maschinen habe, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Weil ich habe den hier über und den kleinen Kombi, kennst du von mir, ne? Ja, die kleine, die, das kleine rote Tutu. Den IAC, genau. Ja. Die zwei müssen dann weg. Aber, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das machen soll, weil ich habe, wie du siehst hier, die kleinen Streuer noch und so ein Kram. Wenn ich da mit dem riesen Deutz rumfahre, das sieht ja auch aus wie Hannes. Ja, da würde ich dir aber ein anderes Angebot anbieten, wenn du das möchtest. Ja. Du hattest ja mal gesagt, du würdest den Sintra gerne haben. Wir können das gerne machen, ja, dass ich die beiden Oldtimer hier dann in Zahlung nehme. Ja. Dass du dann für 115.000 den Sintra bekommst. Ja. Und wenn dir das dann recht ist, können wir das gerne so machen. Ich habe ja oben bei mir am Landhandelhof auch einen gewissen Teil an Maschinen stehen. Vielleicht auch nicht unbedingt alles. Mhm. Entschuldigung, aber ja, dass du das dann vielleicht machen kannst, oder wenn du möchtest, würde ich sagen, würde ich dir Maschinen leihen. Okay. Wenn du was benötigst. Ja, Düngerstreuer und sowas größer, ja, okay, das wäre eine Sache, ja. Das? Und zum Beispiel, wenn du dann irgendwann mal so weit bist, dass man dann sagt, dass du dir nach und nach die größeren Maschinen dann zulegst, wenn du das möchtest. Ja, ja, ja. Ja, zumindest, dass ich, wie jetzt hier, das ist ja, guck mal, ich kann hier mit dem Sechszylinder, mit dem kleinen Ding rumfahren, da sagen Leute, ich schätze nicht mal. Ja. Verstehst du? Naja, aber dann kann man das machen, wenn du das. Ja.
möchtest. Also ich müsste dir 115.000 drauf bezahlen und die zwei gehen noch ab oder sind die da schon abgezogen? Also Kaufpreis für den Syntrak so jetzt mit dem Achsensystem oder mit den ganzen Anbaumodulen. Ja. 115. Ich 115.000 müsste ich dafür haben und dann würde ich, wenn du sagst, den Karma und dein IHC, dass die beiden dann weg sollen, würde ich dann in Zahlung nehmen und von diesen 115.000 abziehen. Also wären wir dann bei 100.000, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ich weiß jetzt, ich müsste einmal in der Werkstatt drüber gucken, was der Kleine hier und der andere noch wert sind. Genau. Wie gesagt, den anderen hat mein Vater immer gut gepflegt. Und den hier kann er noch nicht allzu lang haben, weil den kenne ich gar nicht. Den Comic, da kann ich mich daran erinnern, den hatten wir früher schon. Aber der hier, der läuft also einwandfrei. Ne? Das ist eigentlich zu schade, aber was mache ich mit, ich habe ja dann mit dem Syntrak, hätte ich jetzt aktuell, habe ich 5 Traktoren. Das ist ja Quatsch. Da, ja, und die brauchst du ja nicht wirklich, oder? Genau. Ich brauche, sagen wir mal, 3 ist okay. Syntrak gibt es ja auch noch andere Anbaumodule. Genau. Zum Beispiel wie Frontlader oder sowas. Ja. Gut, auf den Deutz habe ich ja Frontlader, das ist alles geregelt. Aber ich brauche da keine 5, also kämen die vom sinnvollsten her die 2 kleinsten weg. Und das wäre der Kramer hier und der Comic. Und wenn wir dann bei 100.000 mit dem Syntrak sind, mit allen Systemen dazu, das wäre eine Sache. Okay, das können wir machen. Weil ich hatte immer so 200.000 im Kopf. Lass mich mal was rechnen. Kannst ruhig weiterreden, ich rechne nebenbei nur was. Naja, ich mache mal gerade einen Trecker aus. Ich muss ja nicht laufen hier. So. Ich meine, der ist eigentlich so top. Ja, da müsste ich. Das. Also, wenn ich das so richtig sehe, gehe ich mal davon aus, dass wir knappe unter die 100.000 kommen. Ja, das wäre noch besser. Perfekt. Ja gut, dann sieht das anders. Mit allen Systemen, die du oben stehen hast, ne? Die dazugehören. Ja. Gut. Ja, das. Den Großteil hast du dir ja schon weggeholt. Ja, und die Zusatzachse steht ja noch bei mir am Laden. Genau, perfekt. Das ist okay, das geht. Weil ich habe immer mit 200.000 gerechnet, dann habe ich schon noch 100.000 übrig, das wird nichts. Das kann ich nicht bringen. Das kriege ich nicht. Nein, alles gut, da komme ich dir entgegen und ich bin auch ehrlich, ich habe ein für sehr, sehr günstiges, gutes Geld in Österreich oder aus Österreich hierher geholt. Ja. Und gut, nee, das können wir machen. Wenn du willst, kannst du dir den Comic anschauen, der steht direkt vorne im Schuppen oder kannst du noch abholen, wenn du willst, oder kannst du den Tieflader beide abholen, wie du willst. Ja. Okay. Lass uns das doch einfach so machen. Du meldest dich, wenn du mit ihm hier fertig bist. Ja. Und dann würde ich einmal mit dem Tieflader runterkommen und die beiden aufladen und mitnehmen. Okay, alles klar. Wenn das irgendwie machbar ist, kannst du ja vielleicht ein Modul mitbringen oder so, keine Ahnung, wenn das geht. Da können wir am besten mit dem Ding hoch. Das wäre am schönsten, wenn du dir das selber holst. Wenn ich hochkomme. Ja, wegen Anhängen. Ja, klar, stimmt. Ja, okay. Richtig. Nee, kein Problem. Gut, dann machen wir das so. Jo. Perfekt. Achso, noch was. Du hast ja jetzt einen Adjutant. Da bleibe ich noch angemeldet bei dir oder wie ist das? Das muss ich mir nochmal überlegen mit angemeldet bleiben, weil. Das brauche ich ja neue Krankenversicherung. Mein Angestellter wird ja jetzt, der ist aktuell gerade auf Schulung. Ja. Der wird wahrscheinlich nachher oder morgen oder so irgendwann wiederkommen. Hm. Und dann muss ich mit ihm jetzt nochmal reden. Aber ich schätze, du wirst bei mir angestellt bleiben, weil ich, wenn ich richtig davor war, hat er nämlich keine LKW oder nicht den großen LKW-Schein für die Roadtrains, wenn ich es irgendwann mal wieder brauchen sollte. Ja, das wäre gut. Ich gebe mir eigentlich nur eine Versicherung, sonst muss ich mich selber versichern. Das wird ja teuer wie ein Sau. Ja, wir schauen mal, was wir da noch gedreht haben. Okay, das ist perfekt. Ja, super. Wunderbar. Das ist gut. Kriegst du auch immer die Notfallmeldung hier? Nö. Ich krieg immer eine Notfallmeldung. Jetzt war es wieder ein Baum und auf die Straße gefallen. In meinem System. Ja, das wäre ja was für den Herrn Morgenstern. Ja, das brauche ich aber nicht. Der ist doch jetzt mit Holz dabei. Ja. Keine Ahnung. Den habe ich nicht gesehen heute, Gott sei Dank. Beziehungsweise, ja doch, noch nicht gesehen jetzt. Den habe ich gestern die Sauftour. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Wir haben gestern eine Sauftour gehalten, das war gar nichts.
Also ich habe so einen Kopfweh gehabt. Wie gesagt, ich konnte kein Drescher fahren. Ich hätte ins Schneidwerk gekotzt und moin. Deshalb habe ich den Bürgermeister geholt. Das ging gar nicht. Ja. Vater, sagst du. Du hast nichts verpasst. Das ewige Sauferei, das ist nichts mehr für mich. Es geht nicht so weiter. Du für mich auch nicht mehr. Ja. Das ist scheiße. Okay, dann willst du sagen, machen wir das so, ne? Kannst du den ja anschauen, wie gesagt, der steht vorne, direkt in den ersten Schuppen hier vorne. Kannst du dir kurz anschauen, wenn du willst. Ich fahre einmal gerade mal hingucken. Genau, alles klar. Okay, ciao, ciao. Dann verbleiben wir so, ne? Ciao, ciao. Ich melde mich dann, wenn ich fertig bin, ja, ne? Okay. Ja, mach das. Jo, ciao. So, aber gut, meine lieben Freunde, wie es dann weiter geht's in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, wenn ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei oder beim Marco auf dem Discord, bei Zockerbrusse. Und denkt dran, bei den zwei vorbeizuschauen, beim Zockerbrusse und beim Da Capo. Und bis dahin, wir sagen, haut rein. Tschüss.